Letzte Woche ausgecheckt aus dem Renaissance Hotel Il Gioco, geht's für mich heute ca. 30 Kilometer weiter nach Lucca und hier checke ich das Hotel Grand Universe mal für euch genauer ab. Das Ganze gibt's gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Everywhere. Ja, und wie eingangs schon erwähnt, bin ich in der italienischen Stadt Lucca angekommen auf meiner kleinen Italienreise. Wenn du die anderen Teile von Mailand und Florenz noch nicht gesehen hast, dann gucke doch, nachdem du dieses Video zu Ende geschaut hast, gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da gelangst du easy peasy zu den weiteren Teilen. Ja, Lucca ist so ein bisschen die kleine oder große Schwester von Pisa. So weit voneinander entfernt sind die beiden italienischen Städte dann auch nicht. Aber hier in Lucca gibt es ein Hotel der Autograph Collection, welches das beste Hotel der Stadt sein soll. Und das ist das Hotel Grand Universe. Und genau dahin mache ich mich mal auf den Weg. Doch, wer bin ich eigentlich? Ich bin Fabian und ich bin gerne, wie man unschwer erkennen kann, öfters mal unterwegs und baue hier diesen kleinen Kanal so langsam aber sicher größer werdend auf. Daher, die Videos sind keine Werbung, sondern eigenes Material und auf eigene Rechnung gebucht. Was ich bzw. wir auf unseren Trips bezahlt haben, das blenden wir dir am Ende des Videos immer inklusive Rating ein. Bleib also bitte noch ein bisschen dran. Damit ist es jetzt aber auch schon Zeit für den Check-in. Ich war ein bisschen früher dran als eigentlich vorgesehen, denn in den meisten Hotels ist der offizielle Check-in ja immer erst zu gegen 15 Uhr. Aber auch meine Ankunft um 11 Uhr war für das Hotel kein Problem und somit war meine Suite auch schon bereit. Meiner Meinung nach hat das Hotel ein wirklich tolles Interieur und das gucken wir hier in dieser Kategorie mal genauer an. Und hier noch ein kleiner Geheimtipp. Das Hotel hat eine Rooftop-Bar mit fantastischem Ausblick über die Dächer der Stadt. Und die ist auch tagsüber geöffnet, wenn auch nicht bewirtet. Geht also einfach mal ins Hotel rein, wenn ihr dort seid, nehmt den Lift nach oben und schwupps könnt ihr euch auch tagsüber hier einen Blick über Lucca erhaschen. Abends ist hier natürlich regulärer Barbetrieb und selbst das, würde ich sagen, lohnt sich insbesondere im Sommer für kühle Drinks, um dann das geschäftige Treiben von hier oben zu beobachten. Das hat mir wirklich schon mal sehr gut gefallen. Nicht unweit der Dachterrasse ist das Forte Gym untergebracht. Aber ein Laufband, ein Crosstrainer und Hanteln machen das nicht gleich zu einem Gym, sondern eher für so, ja, also gefühlt war das eher so ein Bodyweight-Trainingsplatz. Das fand ich unter dem Deckmantel Gym ein bisschen schwach. Ja gut, aber wie hat man es denn anders nennen sollen? Weiß ich auch nicht. Naja, beim Check-in erhaltet ihr übrigens auch diese kleine Ansammlung an Informationen. Hier gab es zum Beispiel Restaurantempfehlungen, wenn ihr nicht im Hotel essen möchtet, und auch noch eine Stadtkarte. Lucca ist nämlich relativ klein und ihr könnt die Stadtmauer und die kleinen Gassen problemlos zu Fuß erkunden und das Ganze auch noch barrierefrei.
Lasst uns aber jetzt mal gemeinsam auf die Puccini Junior Suite gehen. Das war ein Upgrade, das ich mit meinem letzten verfügbaren Suite Night Upgrade in 2022 noch einlöste. Gebucht hatte ich nämlich das ganz normale Standardzimmer. Suite 108 soll es also sein. Let's go! Der Titel des Videos beschreibt es ja auch schon genauso wie es ist. Es ist nämlich das zweitbeste Zimmer des Hauses und somit auch der Stadt. Über dieser Junior Suite gibt es nur noch die Maestro Duplex Suite. Aber ganz ehrlich, für mich alleine auf diesem Trip war dieses Zimmer mehr als ausreichend. Beim Reingehen befindet sich dann auf der rechten Seite, habt ihr ja eben schon gesehen, ein kleiner Schrank mit Safe. Geht man weiter, ist dann die Kaffeemaschine, der Wasserkocher und eine Minibar zu finden, die allerdings nicht in der Zimmerrate inklusive ist. Hier ist dann nochmal das eben gezeigte Informationspaket, das ihr, wie gesagt, beim Check-in erhaltet. Machen wir weiter mit Bett und Komfort und da wartete ein King-Size-Bett auf mich mit insgesamt 4 Kissen. Und nachdem ich ja die vergangenen 2 Nächte im Renaissance Hotel Il Choco mich über eine zu weiche Matratze beschwerte, war hier dann wieder vom Härtegrad alles fein. Tipptopp. Geht man in Richtung Badezimmer, ist hier rechts ein Schrank mit einem lieblos zusammengebundenen Bademantel zu finden, beziehungsweise 2 Bademantel. Ob die wirklich frisch gewesen sind und ausgetauscht wurden? Ah, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Im zweiten Schrank befindet sich dann noch fehlend, ja genau, das Bügeleisen und Bügelbrett. Und dann sind wir hier auch schon beim Badezimmer. Es gibt 2 Waschbecken und eine Bodylotion von CO Bigelow. Das hatten wir das letzte Mal beispielsweise im Pullman in Brüssel. Wenn du magst, schau hierfür doch auch mal in der Videobeschreibung oder auf unserem Kanal in der Belgien-Playlist vorbei. Und folgst du uns eigentlich auch schon auf Instagram? Nee? Dann hol das doch gerne nach, denn dort heißen wir @everywhere_official. Aber hier im Badezimmer gibt es eine Toilette und ein Bidet. Dazu eine Walk-in-Regendusche mit auch hier Pflegeprodukten von CO Bigelow und zwar Shampoo, Conditioner und Body Wash. So, und was fehlt noch? Naturellement der View. Viel Spaß!
Zum Turndown-Service gab es dann auch noch ein kleines Willkommensgeschenk. Ein Mini-Panettone. Super Idee. Und wenn wir schon über Essen sprechen, machen wir auch gleich weiter mit Essen und Trinken. In meiner Rebuchtenrate war das Frühstück nicht inklusive, aber dank des Marriott Bonvoy Platinum Status konnte ich mich beim Check-in für 1000 Punkte und kostenloses Frühstück entscheiden. Und wie das Buffet aussah, das seht ihr hier. Bleibt zum Ende des Videos, wie versprochen, noch die Beantwortung der Frage, was bekommt ihr für euer Geld? Das waren im Dezember 2022 für eine Nacht im Grand Universe Lucca 162 Euro. Im Rating gibt's somit eine 9 von 10 möglichen Punkten, Abzug lediglich fürs Gym. Ja, und damit sitze ich auch schon wieder im Auto und mache mich jetzt auf den Weg zurück nach Florenz, um dort mit dem Frecciarossa wieder nach Mailand zu fahren. Das ist der italienische ICE. Wie das wird, und das zeige ich euch kommenden Donnerstag. Bis dahin, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich an dieser Stelle sehr über ein Däumchen nach oben und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder hier bei Everywhere.